Oh mein Gott. Sei paralysiert. Sei paralysiert. Sei. Oh shit. Oh shit. Ich nehme den hier! Am Arsch, mein Lieber. Am Arsch. Herzlich willkommen zurück, liebe Frainerinos, zur Real Life Encounter Log. Wenn ihr die letzte Folge nicht geschaut habt, geht zurück. Zieht euch das rein. Es hat mich viel gekostet, viel Nerven, viel Energie. Ich gebe einen Tipp. Dieses Wesen da. Ja. So viel dazu. Eine Freundin hat mir das eine Freundin aus Australien hat mir das geschenkt. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, den jetzt mal aufzubauen. Also nicht jetzt. Nicht jetzt hier in der Folge. Und mir mal irgendwo hinzustellen. Ach so, des Weiteren, bevor wir weitermachen, wir wollen direkt wieder in ein Interview reingehen, dass uns jemand einen Pokémon wählt für die Nuzlocke. Aber wir haben, habe ich ein Produkt, was ich euch zeigen werde. Und ihr werdet euch denken, hä, das ist doch nicht japanisch, das ist doch amerikanisch oder so. Es ist Spam. Aber verdammt, Leute, Spam ist für mich so japanisch. Ich war vor kurzem halt essen und hatte einen Salat mit Fleischwürfeln drin. Und es war genau dieses Zeug, 100 pro. Also ich habe es am Geschmack erkannt. Dieses Zeug, oder was bei uns in Deutschland halt, gibt es das ja als Frühstücksfleisch, ist, sorry, es ist irgendwie so my guilty pleasure. Also es ist das Schlimmste, was man überhaupt kaufen kann oder essen kann. Aber irgendwie feier ich den Geschmack. Und mag das. Ich hab's nicht oft, aber wenn, dann feiere ich das irgendwie schon ziemlich ab. Und es ist. Mann, es ist einfach nur irgendwie gepresste Schweinereste, irgendein Scheiß. Ich glaube, was Schlimmeres kannst du deinem Körper kaum antun. Und des Weiteren. Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wo das. Also Spam kommt halt von irgendwo aus der Welt her. Es wird halt komplett um die ganze Welt geschifft, um das irgendwie reinzubekommen. Noch dazu ist es halt tierisch. Es ist das Schlimmste. Aber ja, glaube ich, werde meine Seele eh bald verkaufen müssen. Ohne Seele lebt sich's, glaube ich, besser. Ach so, und kann man das jetzt lesen, wenn es zu klein ist? Hier steht 100% Poke. Also 100% Pork. Und naja, das will ich hoffen. Also was sonst wollt ihr da noch runtermixen? Oh mein Gott. Okay. Okay, wir haben die Chance auf Traumato. Bitte lass Traumato werden. Wir gehen jetzt sofort ins Interview und fangen uns das nächste Pokémon. Let's go. Reicht die mal durch. Okay. Quasi dort, wo ich mich gerade im Spiel befinde, habe ich die zur Auswahl. Und ihr als Gruppe könnt mir jetzt mal eins aussuchen, was ich mitnehme in mein Team. Habt ihr irgendwas davon schon mal gesehen? Ja, ich glaube die ja, beide. Einfach. Also ich, das zum Beispiel. Ich will die wählen. Ja. Das? Die haben aber deren Namen vergessen. Taubo ist in der Auswahl. Was? Jasmin, wieso? Ja. Kaba. Nein. Oh, hallo. Wie viele dürfen wir wählen? Also einen. Nein, nur einen. Also ihr als Gruppe wählt so, einen. Okay. Dann als Gruppe, okay. Welche habt ihr? Den. Okay. Habt alle Hallo, ja. So. Okay, super. Noch ein Tauboga. Das Ding, es wurde schon ein paar Mal ausgewählt. Das heißt, ich laufe in einem Team rum mit haufenweise von den Vögeln. Aber danke. Danke. Okay, ich bin hier ein bisschen rumgelaufen. Denn Tauboga auftreiben ist jetzt. Geht nicht ganz so schnell. Von daher bin ich halt ein bisschen ohne euch rumgelaufen. Und hab's jetzt. Mann! Okay, es ist winzig. Ah! Und es ist kein Traumato. Und ein Taubsi haben wir halt auch schon. Warum?
Was? Es war doch gerade ein gelber Ring. Und jetzt wähle ich die Himbeere aus und dann wird es orange. Und jetzt ist es wieder gelb? Oder habe ich einfach mich gerade irgendwie verguckt? Was soll denn das? Okay, flapp, 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 flapp. Oh, du bleibst genau da stehen. Oh, perfekt. Du willst gefangen werden. Du willst gefangen werden. Doch nicht. Hat beinahe geknappt. Boah, okay. Ich dachte, der Ball geht so unter Toboga durch. Das war ein ganz komischer Bogen, den der Ball da geflogen ist. Ja gut. Ein weiteres Toboga. Level 22. Und Nidorino Slatano ist schon auf Level 22. Auf Level 23 erlernt Toxin. Und danach werden wir es entwickeln. So, wir werden wieder einen Namen vergeben. Wow, okay, ich blicke hier gar nicht mehr durch. Du bist tot. Du bist absolut nicht relevant. Dich dürfen wir gar nicht verwenden. Ich muss hier mal kurz aufreihen. Sorry. Genau, dich haben wir nicht dabei. Kleinstein ist auch tot. Ups. Ah! Ah! What am I doing? Ich möchte Tauboga bitte einfach nur umbenennen. Vielen Dank. Das ist ein männliches Tauboga. Ich habe schon lange nichts mehr von Domenico Greco gehört oder gesehen. Bist du noch am Start? Er hat in den letzten Nuzlocke, was ja die Alpha Saphir Randomizer Nuzlocke war, also meine erste hier, Dominico hat mich so ein bisschen anfangs auf die Palme gebracht, weil er immer nur ein und denselben Smiley kommentiert hat. In jedem Video. Immer wieder. Ich dachte, was soll mir das sagen? Was soll mir das sagen? Aber irgendwie war es halt auch witzig. Also, weil er nie irgendwas anderes gesagt hat. Ich habe halt gedacht, das ist vielleicht ein Bot oder so. Weil irgendwie war es ganz feierlich. Es hat jetzt aber aufgehört. Ich weiß nicht warum. Wo bist du hin, Domenico? Weißt du, was mir an Route 11 gefällt? Dass sie aus zwei gleichen Zahlen besteht. Ah, das ist schon ordentlich. Ich bin nämlich selbst ein sehr ordentlicher Trainer-Coach, musst du wissen. Willst du wirklich einen Trainer-Coach herausfordern? Scusi. Ich muss erst mein Team checken, weil ich glaube, wir... Ach nee, ich war schon mal heilen. Ja, na dann, let's go. Zeig mal, was du kannst. Ba, 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 ba. Ich markiere mir hier kurz in meiner Liste das Domenico. Gewinn wurde. Ratzfatz. Was bist du für ein Trainer-Coach? Okay, Ratzfatz auf Level 21. Und ist dein einziges Pokémon? So, diesmal passen wir aber ein bisschen mehr auf, was wir hier jetzt tun. Wir brauchen ein Pokémon mit guter Verteidigung. 33 ist gut, wir haben ja auch den Doppelkick drauf. Evili zerstört quasi mit dieser Verteidigung und auch mit Doppelkick. Wir haben uns Diktri noch gar nicht so angeguckt. Es hat Verteidigungsdrop und Spätz angeguckt. Das ist useless. Also das Wesen ist total blöde. Slatano.
ergibt halt, war dann, naja, also Evoli will ich, Evoli ist halt so overpowered. Evoli ist, bleibt immer so die letzte Option, die ich einsetzen werde. Super Zahn halbiert einfach, bam. Alles klar. Knirscher. Uiuiui. Das war ein Crit. Digga, was hast du denn für ein Ratzfatz? Puh. Ich denk mir so, ja, come on, Ratzfatz, was willst du? Aber sheesh. Das ist hart trainiert, Mann. Alle EVs, DVs, whatever, auf Maximum oder so. Und wir kriegen auch noch einen Verteidigungsdrop. Das ist mega unfortunate. Können wir jetzt bitte das Ding zum Mond kicken? Alter. Eieiei. Haben wir hier zu knabbern an einem Ratzfatz? Sag mal, liege ich irgendwie daneben, dass es... Oh, es überlebt auch noch. Ja, ich gehe hier gerade auch für den falschen Move irgendwie, ne? Weil ich habe halt gedacht, dass eine Kampfattacke sehr effektiv ist gegen normal. Nicht hier. Hat sich... Also, sorry, hat sich mit den Typen irgendwie grundlegend was verändert? Oder ist es nur in Let's Go Evoli und Pikachu? Du bist echt stark. Jetzt habe ich gute Laune. Deswegen schenke ich dir das hier. Evoli-Bonbons. Zu einem bestimmten Pokémon solltest du möglichst viele Exemplare davon fangen und sie an den Professor schicken. Okay. Sorry, ich sollte... Eigentlich will ich Sachen immer laut vorlesen. Manchmal sitze ich einfach nur da und lese es für mich. Ein bisschen bekloppt ist. Für ein Evoli-Bonbon ist jetzt nur für Evolis. Ah, ne. Ich bin mich irgendwie verlesen gerade. Erhöht dauerhaft sämtliche Statuswerte. Okay. Ist es sinnvoll? Also ich weiß eben nicht, benötigt eins. Was soll das heißen? Und jetzt ist es rot und jetzt ist es blau. Achso, ab Level 30 erst. EVs, DVs sind hier kein Ding, oder wie läuft es? Weil, wenn ich jetzt mit, was ist Eisen für Angriff steigern oder so? Wenn ich das, normalerweise ist ein Eisen halt super teuer und ich setze Eisen ein und dann wird nur Angriff gesteigert. Ich hoffe, ich laber jetzt das Richtige, so dass es wirklich Angriff ist. Und ein Evoli-Bonbon klingt so wie jeder Statuswert steigt um eins, was halt mega krass heftiges Item wäre. Auf der anderen Seite verteilt man dann Punkte auf Werte, wo man sie gar nicht braucht und gar nicht will. Und dann wäre es wieder useless. So, hat jemand Ahnung von dem EVDV-System hier im Let's Go? So, das ist jetzt unser Team hier, ja? Sortieren, suchen. Kann er das nicht auch automatisch sortieren? Fangreihenfolge. Okay. Nächstes. Ich bin so... Ich trottel manchmal hier mit dem Controller. Pokédex-Nummer, höchster Level, niedrigster Level. Keine Ahnung, ich würde gerne so sortieren, dass meine Team-Pokémon oben sind.
und die anderen nicht. So, wer... Ah, du. Du bist noch ziemlich tot. Du kommst hier... Halt! Oh, Mann. Oh mein Gott! Ja, komm wieder ins Team rein, zack. Warum muss ich das auch jetzt unbedingt machen, während ihr hier zuschaut? I'm sorry. Kann weitergehen. Ist mir über Vulpix drüber gestolpert. Ah, hier ist die mit ihrem Shiggy. Alles klar mit deinem Shiggy? Weil dieses Pokémon stellt nur Unfug an. Ich würde es gerne einem talentierten Trainer anvertrauen. Ah, ich muss dich enttäuschen, das sind wir noch nicht. Warum geht jetzt die Kamera aus? Oh, diese Technik! Okay, ich regel kurz dieses Issue. Wahrscheinlich ist die Kamera gerade auch überhitzt. Bis gleich. Was ist los? Irgendwas seltsam. Ich habe das Fenster aufgemacht, um die Kamera runterzukühlen. Von daher ist jetzt ein bisschen Fresh hier drin. Und ich habe die Zwischenzeit genutzt, um Pokémon zu fangen. Und zwar genauso viele, dass wir jetzt an dieses Shiggy hier rankommen. Ich habe vor kurzem Shiggy gefangen, es macht einen Unfug. Bisher hast du also 60 Pokémon gefangen? Du hast mir dein Talent als Trainer ausreichend bewiesen. Ich glaube, du solltest diesen kleinen Sternfried sehen können. Möchtest du dich um meinen Shiggy kümmern? Oh yeah, Baby. Gib mir deinen Shiggy. Und, weil ich ja jetzt weitere Pokémon gefangen habe, sind wir um Level aufgestiegen. Nidorino Slatano hat jetzt Toxin erlernt. Das heißt, wir könnten es entwickeln, wenn wir denn einen Mondstein hätten. For some reason, so habe ich gedacht, ich schlepp die ganze Zeit Mondstein mit mir rum. Aber ich finde den nicht. In keiner Tasche. Ich habe scheinbar keinen. Ich muss nochmal zurück in den Mondberg. Und jetzt dachte ich, ja, gehe ich halt mal eben schnell zurück und hol den noch. Nope, ganz vergessen. Ich komme auf normalem Weg nicht zurück. Ich muss ja durch die Dicta-Höhle und dann Zerschneider benutzen. Und Zerschneider haben wir nicht. Zerschneider gibt's erst auf der MSN. Das heißt, die Entwicklung verzögert sich einfach noch etwas. Ich hoffe, wir kommen in der nächsten Folge an den Zerschneider und dann bald darauf hol ich halt nochmal in den Mondberg und hol uns was zum Entwickeln. Weil Slatano in entwickelter Form wäre für den Arena-Leiter mega sinnvoll. Und wir haben jetzt noch einen neuen Namen für unseren neu hinzugewonnenen Shiggy auf Level 16. Wie wär's denn mit... Das ist ja ziemlich frech, ne? Was klingt denn frech? Hier in der Liste ist... Das klingt nicht frech. Konsti. Konstantin Girzikowski ist hier in der Liste. Ich nenne ihn Konstantin. An dieser Stelle, also auch nochmal Leute, die hier auf der Liste so draufstehen. So Darkman, Dark Magician 90. Oder Dark Magician 90. Sind halt sehr düstere Namen. Das passt denn zu irgendwas krass brutalem? Bei Traumato oder so hätte ich das halt noch gedacht. Kann man das? Kann man danach benennen? Dominic Mythbusters, Miss Infancy, dieser Domi, Baude, Brandon Vogt, Dennis Wittenberg, Dario Dist.
Panda Let's Play, Supernova 933, Mark Gärtner, It's Max, Videogeil, Ozo Rock, der Große, Armin, Fishlog 69, Black Friday wartet immer noch auf sein Geist-Pokémon, Baumalarm, Morok, Yasin Chimik, Niklas Rieske, Falcon Watcher, The Beast of Dead, Alex Let's Player, Hopfenblütentee, Tyler S., Nils Wirth, Thomas Gerdon, Kurui, Felix und Poki. Es sind unendlich viele. Ich freue mich, dass so viele Leute überhaupt im Verlauf meiner YouTube-Karriere hier kommentiert haben. Das ist so übelst abgefahren, wie viele Leute am Start sind. Aber versteht daher halt auch, dass ich nicht alle unterbringen kann. Ich hoffe, ich habe alle genannt. Wenn jetzt jemand... Also schreibt mal, wenn ihr genannt wurdet und immer noch am Start seid und auch wirklich wartet, weil dann kann ich auch ein bisschen aussortieren, so okay, wer das jetzt gar nicht gehört hat, den brauche ich vielleicht so schnell auch nicht erwähnen, um ehrlich zu sein. Und wer halt voll dabei ist und so denkt, ja, come on, du hast mich gerade genannt, komm mal zu Potte, dann schreibt mal in den Kommentaren drunter. Und wenn ich jemanden vergessen habe, dann halt auch sehr gerne. So, was machen wir denn jetzt? Also eigentlich, wie sieht jetzt unser Team aus? Es passt schon so. Ich nehme Shigi jetzt nicht rein. Pokémon Göttin ist uns gut genug. Macht es vielleicht ein bisschen spannender. Und wir schauen mal. Oh, kriegen wir nicht auch eine Angel? Aber eigentlich will ich zur MSN. Boah, was denn das? Irgend so ein Pokémon-Wettbewerb oder so? Hey, was ist los, Mann? Schick mal deinen Carpador ins Wasser. Ist dein Ernst? Lässt es da auf dem Wasser platschen. Hey. Darf ich mich dazu setzen? Bist du bereit, die wichtigste aller Fragen zu beantworten? Was ist die wichtigste aller Fragen? Magst du lieber das Hunde-Pokémon Fukano oder Mauzi das Katzen-Pokémon? Ich verstehe, das ist in der Tat... Naja, ist eine sehr schwere Frage, vielleicht nicht wichtig, aber sehr schwer. Muss ich mich jetzt entscheiden? Oh Gott. Ich bin ein Katzenmensch, ich mag Katzen. Aber Fukano ist auch... fucking wild. Arcani, mega krass. Ich würde halt lieber... Worum geht es hier? Auf Arcani reiten ist halt nice. Auf Snobilikat? I don't know. Okay. Ich glaube, die meisten Leute nehmen Fukano. Wir gucken mal, was passiert, wenn wir Mauzi nehmen. Tut mir leid, blöde Frage. Ich muss gar nichts sagen. Man sieht dir die Antwort schon an. Im Ernst? Sieht man das? Wenn du ganze 5 Exemplare des Katzen-Pokémon Mauzi gefangen hast, schenkt dir ein wunderhübsches Pokémon, das dich auf seinem Rücken reiten lässt. Wäre das was? Aha! There you go. Ich müsste kurz davor, also ich... Habe ich nicht schon 4, 5 Mauzis oder so? Mir mal aufschreiben. Ich werde weitere Mauzis fangen. Muss ich die besitzen? Mauzis fangen. Damit wir in der nächsten Folge uns so ein Reitedings holen können. Mega gut. Ich beschwere mich ja schon des Öfteren, wie langsam das ist, wenn man hier umherrennt. Auf diesen Dingern sollte man besser nicht herumklettern. Daran werden Schiffe mit einem Tau festgebunden. Ja, und warum soll ich denn darauf nicht rumklettern? Das heißt ja, es ist mega stabil. Ich werde wohl nichts kaputt machen können, wenn ich darauf rumklettern. Was ist das hier? Okay, ich glaube, ihr habt irgendwie nichts Spannendes beizutragen, oder? Wo ist denn... die Angel? Da ist irgend so ein Wettbewerbsding.
Mein Herz schlägt für Vogel-Pokémon. Ich ziehe mit meinem Pokémon-Partner bald los, um ein Habitat zu fangen. Nicht wahr, Patte? Okay. Macht mal. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass uns jemand bald einen Carpador gibt. Dann wäre es ja ganz gut, eine Angel zu haben. Der Besitzer dieses Hauses ist gerade nicht da. Ich nutze die Gelegenheit, um daraus einen Ort zu machen, wo Trainer untereinander Infos und Erfahrungen austauschen können. Okay, du bist ein Angler. Ah, hier war ich doch schon drin. Aber ich habe mit niemandem gesprochen. Oder? Sie falte den Kleinen gerade zusammen. Wenn der Ring grün ist, dann ist das Pokémon leicht zu fangen. Gelb bedeutet, dass sich das Fangen etwas schwieriger gestaltet. Und bei Rot? Na, bei Rot sehe ich schwarz. Mein Geheimtipp fürs Werfen von Pokébällen? Warte, bis der Ring so klein wie möglich ist. Dann ziehen wir dann genau in die Mitte. Don't say. Mit einem Superball ist es viel leichter, einen Pokémon-Sprung als mit einem Pokéball. Aber leider ist auch ein Superball noch keine Garantie für das Fangen. Ja. Erinnert mich daran, dass ich auch mal wieder Bälle fangen müsste, kaufen müsste tatsächlich, weil ich langsam low in Bällen bin. Das mach ich! Bevor die nächste Folge startet. Pokebälle kaufen. Und dann lasse ich die Kamera jetzt mal weiter runterkühlen. Wir sehen uns aufgewärmt in einem Warmzimmer in der nächsten Folge. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu dabei seid. Würde mich mega freuen. Ansonsten like die Folge und wir sehen uns in der nächsten. Ciao!